Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer weiteren Geisterjagd in Phasmophobia. Ich bin Flex, schön, dass ihr mit mir auf der Geisterjagd seid. Heute unterwegs im großen Ridgeview Road Forschertaus. Über den Geist wissen wir so gut wie gar nichts, aber über unsere Aufgaben. Und zwar finden Sie Beweise für übernatürliche Ereignisse mit einem EMF-Reader. Reinigen Sie den Bereich des Geistes mit Räucherstäbchen. Und bringen Sie einen Geist dazu eine Kerze aus. Also, Wahnsinn, wir haben mal kein Jagdziel. Und wir haben zu tun mit Donald Wilson. Okay, Wilson. Garagen-Wilson. Okay, Generator aus einer Garage. Wie sieht auch, ne? Langsam gehen die Sensoren, glaube ich, ein bisschen aus hier und ein paar Sachen. Davon, dass uns die Geister so oft erwischen, müssen auch mal wieder ein paar Aufträge erfolgreich zu Ende bringen hier. Fotoapparat nehmen wir mit, EMF nehmen wir mit und eine Taschenlampe, die müssen wir mitnehmen. So, Lautstärke ordentlich an und los geht's. Erst mal sowieso Strom anmachen, Knochen suchen, Ouija-Board suchen, Fotos machen. Ganz entspannt. Hallo, Donald Wilson. Wir sind nur im Moment zwar Garage, ne? Wir müssen nicht mal ein bisschen Keller, das ist doch super. Hallo. Sein der Geist ist wieder im Keller. Hast du gehört, Wilson, Keller ist raus. Aus, haben wir letztes Mal schon gesagt, Keller ist aus. So, Strom an. Sehr schön. Kein Knochen, kein Ouija-Board. Schritte. Bist du hier? Kannst du dich einmal zeigen, wenn du schon hier bist? Erstmal nichts. Ich war dabei, ich hätte schon einmal Schritte gerade gehört, aber gucken wir erstmal in Ruhe durch, nach dem Knochen und nach dem Ouija-Board. Dann haben wir schon mal die ersten zwei Kleinigkeiten erledigt, die uns ein bisschen Geld einbringen. Und erstmal Licht an. Schritte. Nee, ne? Du bist nicht hier, ne? Das war auf jeden Fall hier vorne. Doch. Eingangsbereich, Wilson. Waren auf jeden Fall Schritte hier vorne. Entweder schleicht er durchs Wohnzimmer oder genau vor der Tür. Nochmal Schritte aus der Ecke. Aber vielleicht wieder einen, der hier unten rumschleicht. Hat man ja neulich erstmal einen in dem Haus hier, ne? Hallo? Mr. Wilson? Würde sagen, erst da vorne. Bist du hier? Gib uns mal ein Zeichen. Da hat er was geschmissen. Aber hier waren auch auf jeden Fall Schritte zu hören, Leute. Wenn du hier bist, gib uns mal ein Zeichen. Kannst du einen Gegenstand bewegen? Ja, mit dem Licht kann er flackern. Okay. Ich glaube, der ist hier, Leute. Was haben da jetzt geworfen? Hier fliegen die Sachen. Da die Tasse vom Tisch. Kannst du noch einen Gegenstand bewegen? Die Gabel hat auch schon bewegt hier. Gib uns mal ein Schritte. Also auf jeden Fall hier vorne. Oh, alles klar. Gleich ein EMF5 hier. Gut, dass wir es gerade angemacht haben. Okay, EMF5 gleich schon wieder. Nee, 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 nee. Okay. EMF5 und zwar gleich hier vorne. Und da hat auch die Tasse hingeschmissen. Wenn du hier bist, kannst du dich einmal zeigen, Donald Wilson. Es kam auf jeden Fall hier aus der Ecke, Leute, die Schritte auch. Und das EMF5 auch. Wenn du hier bist, kannst du dich einmal zeigen. Der macht nur mit dem Licht dann immer, wenn wir ihn nach dem Zeichen fragen. Haben wir die Tür nicht richtig zugemacht? Bist du hier? Okay, ich glaube, wir gehen erstmal einmal raus. Ich glaube, wir gehen erstmal. Nein, oder gehen wir nach oben? Wir gehen erstmal einmal raus. Wir sind erstmal einmal raus, Donald. Einmal raus. Okay, gleich wieder ein Eingangsbereich, Geist, würde ich aber sagen. Oder Ecke da vorne, Esszimmer oder sowas. Nicht gut. Gleich in der Nähe von der Haustür. Wir sind aber auch ganz vorsichtig hier.
Das ist gut. Sanity ist gut. Was haben wir da gemacht? Achso, EMF. Dann müssen wir noch räuchern und Kerze. Dann machen wir das doch gleich mal. Feuerzeug. Kerze, Kerze. Machen wir gleich zwei Stück an. Zack. Stellen die mal da auf. Mal gucken. Ich kann uns die auch in der Hand auspusten. Hatten wir ja auch schon ein, zwei Mal. Dann hört man es sogar, wenn man die Kerze gerade in der Hand hält. Ja, oh, da schmeißt er schon wieder Sachen rum auf dem Esstisch oder so. Alles klar. Alles klar, hier fliegen die Sachen. So, wir stellen hier mal eine Kerze auf, ne? Hier fürs romantische Candlelight-Dinner und so. Oh, oh, mag er, glaube ich, nicht. Und raus. Kannst du auspusten, aber dann auch, wenn du die nicht magst. So, einmal raus. Geister-Orbi-Kamera holen. Und schon mal so aufstellen, dass wir die ganze Küche und die Essecke mit drauf haben. So machen wir das. Alles klar. Kamera für Geister-Orbis. Zack. Und... was nehmen wir noch mit rein? Ich glaube, wir fragen mal, wie der Geister, ob er da wirklich rumläuft. Wie ist die Aktivität? Oh, der nimmt langsam mal Aktivität, nimmt er auch zu. Sanity geht. Alles klar, wieder rein. Kein Problem. Wieso bleiben wir auch nicht zu lange und fragen auch nicht zu viel. Und es muss auch nicht unbedingt noch ein Foto sein. Nochmal um die Keller gehen, noch ein Foto mal. War letzte Folge ein Foto zu viel, ne? Eine Frage zu viel und ein Foto zu viel. So, eine Kerze ist schon mal... an die doch nicht, sind beide noch an, ne? Oh, jetzt aber. Wir machen mal so, wir nehmen den ganzen Eingangsbereich und die Küche mit auf. Alles klar, ich glaube, er hat die ausgepustet. Das aus. Alles aus, hier hinten auch, alles aus. Kalt war es hier nicht gerade, nee. Okay, hier nochmal hin. Lichter, Lichter aus. Bist du hier? Wo bist du? Schritte, 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 hinter uns. Wie alt bist du? Ja, aber jetzt genau hier, Leute. Da, es ist kalt hier in der S-Ecke. Oh, man sieht es kaum. Aber es ist hier kalt. Alles klar, frostig haben wir es hier auch. EMF5 und frostig. Bist du hier? Wie alt bist du? Sagt nix. Sagt nix, macht nix. Raus hier. Okay, wir haben EMF und frostig. Ne, nicht, dass das ein Revenant wird. EMF 5 und frostig. Phantom. Phantom oder Banshee kann es sein. Okay, Revenant ist raus. Alles klar, guck mal nach Geister-Orbis. Vielleicht haben wir Orbi-Georbs. Ist er doch in der Hessecke. Der Donald Wilson. Können es überhaupt noch Geister-Orbis sein? Müssen wir mal gucken. Jetzt, was hatten wir? Phantom und Banshee, ne? Kann da überhaupt noch ein Geister-Orbi dabei sein? Banshee hat Fingerabdrücke und Phantom macht... doch, Phantom hat Geister-Orbs. Jetzt müssen wir die Kamera nochmal umstellen, aber wenn wir die auf die Dagen auf die Essecke ausrichten, würde ich sagen, müsste das passen. So, haben wir eigentlich... Kerze hat auch geklappt. Sehr schön. Dann nehmen wir noch mit rein. Achso, Feuerzeug nehmen wir mal mit rein erstmal. Und die Taschenlampe, Fingerabdrücke. Alles klar. Auf geht's. Licht an. Wäre super. So, Fingerabdrücke kann ich mir aber auch nicht vorstellen. Der hat ja gar nichts bewegt. Der hat ja gar nichts gemacht hier. Was Türen oder so eigentlich Lichter da angemacht. Sie konnten auch keine Geister-Orbis sehen. So, zeig mal her. Nee, da ist nichts. Haustür. Ist nichts. Fenster hier in der S-Ecke. Nix. Lichtschalter auch nicht. Nee, wir werden hier mit Sicherheit, wenn wir die Kamera ein bisschen anders hinstellen, mit Sicherheit Orbis in der S-Ecke haben. Okay, Licht an. Kamera mit hier rüber. Und... dann holt die Gabel sogar schon auf den Boden rum. Das nächste Tasse umgeschmissen. Schnell, Foto. Ach, Mist, wo ist der Fotoapparat? Jetzt ist es zu spät. Okay, alles klar. Nee, ist gut, wir wissen, dass du neben mir 5 kannst. Lass das aus, mach mich nur nervös. Kannst du dich vielleicht einmal zeigen, wenn du hier bist? Der möchte sich gleich zeigen, aber der Donald Wilson. Donald Wilson, wenn du hier bist, zeig dich einmal.
gib uns ein Zeichen und zeig dich. Donald Wilson. Nee, okay. Einmal nochmal frische Luft schnappen. Wir gucken, wir haben mit Sicherheit Orbis, Leute. So, Feuerzeug habe ich jetzt reingelegt, ja. Feuerzeug liegt drin, dann können wir jetzt noch räuchern. Dann hätten wir alles, wenn wir jetzt noch... Ja, wird auch langsam Zeit. Die Aktivität nimmt immer mehr zu. Selti nimmt immer mehr ab. Schnell, zeig uns die Orbis. Da sind keine Orbis. Das gibt's doch gar nicht. Dann müssen's, da könntest du nur noch die... Aber wo soll er den Finger drücken lassen? Der macht ja da nichts. Müssen wir mal dazu bringen, dass er ein paar Türen auf und zu macht. Oder die Kamera nochmal so umstellen, dass wir den ganzen Eingangsbereich nochmal mit drauf haben. Ja, das machen wir auch nochmal. Okay, nochmal rein. Bei der Gelegenheit gleich Räucherstäbchen mitnehmen. Volle Dröhnung. Okay, keine Orbis auch nicht im Essbereich. Dann gucken wir nochmal nach Fingerabdruck. Vielleicht auf den Türen hier unten, weil ja doch irgendwas, das mit den Türen versucht. Hallo. Einmal die Beruhigungsräucherstäbchen. Ja, sehr schön, dass sie wieder etwas länger brennen. Brennt zwar keine ganzen 15 Sekunden mehr, aber deutlich länger. Deutlich länger wieder, sodass man wenigstens mal eine Chance hat. Wenn man die auf Flucht benutzen will. Okay, nee, Moment, das brauchen wir gar nicht. Feuerzeug gehen. Das brauchen wir. So, jetzt zeig mal her. Doch! Hier, Leute! Da haben wir ein paar Finger auf der einen Tür zumindest hier. Sonst nirgendwo. Innenseite nicht, okay. Alles klar, haben wir dich. Du alles Phantom. Sag mal her. Haben wir denn noch ein Foto drauf? Ich kann es gar nicht erkennen. Eins vielleicht noch. Bist du hier? Kannst du dich einmal zeigen, wenn du hier bist? Aber wir müssen auch nicht unbedingt ein Foto haben, ne? Letzte Folge war das auch keine so gute Idee, unbedingt mit dem Foto. Hallo? Ich weiß nicht, was, aber wir knipsen einfach mal ins Nichts hier. Vielleicht kriegen wir noch ein paar Geisterinteraktionen zusammen. Dann haben wir auch wieder schön viele Fotos. Erst recht ein Grund, hier heil nach Hause zu kommen. Wir sollten noch mal rausgehen. Wir sollten noch mal kurz rausgehen. Ja, ja, wir gehen. Ich habe schon wieder ein ganz ungutes Gefühl auf einmal, da zu stehen. Nicht gut, nicht gut. Wir haben alles, Leute. Wir haben alles. So. Und wir haben auch ein paar... Naja, ein paar Interaktionen, Fingerabdrücke, Knochen haben wir noch nicht und Ouija Board auch nicht. Gehen wir nochmal nach oben gleich. Und wir haben die Fingerabdrücke. Banshee. Oh ja, eine Banshee. Die kann uns auf jeden Fall auch schnappen, wenn wir jetzt nicht nur gar nicht so weit runter sind. Gib mal eine Mutkrönung. Gib nochmal ein Fotoapparat. So. Alles geschafft. Und Banshee. Wir wollen aber auch, wir gehen noch einmal gucken. Jetzt Knochen und Ouija Board gibt auch nochmal gut Punkte. Weil die Ausrüstung wird knapp, ne? Wir müssen gucken, dass wir die Geisterjagden jetzt wirklich so gut wie möglich erfolgreich schaffen. Hier so viele Punkte wie möglich einsammeln. So oft, wie es uns jetzt erwischt. Oder noch erwischt wird, bestimmt. Auf dieser Jagd aber nicht. Auf dieser Jagd aber nicht. Hallo. Nichts. Schon. Da ist er. Den haben wir schon mal. Jetzt noch hinten ins andere Zimmer. Gucken, ob ein Ouija-Board da rumfliegt. Einmal noch ein Foto. Da fahren wir nach Hause. Fahren wir schön nach Hause. Hallo. Ich glaube, wir waren schon an allen Ouija-Board-Ecken jetzt hier. Ja, okay, Leute, wir können nach Hause fahren. Im Moment, hier ist noch ein Zimmer. Haben wir auch nicht reingeguckt, ne? Doch, Hammer, 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 Hammer. Okay, alles klar. Und werden ordentlich Sachen durch die Gegend geschmissen. Aber egal, wir fahren jetzt nach Hause. Mach's gut, Donald Wilson. Vielen Dank. Vielleicht hier noch ein Foto. Kannst du dich vielleicht einmal noch zeigen, Donald Wilson? Wenn du hier bist, gib uns mal ein Zeichen. Kannst du dich zeigen? Donald Wilson, gib uns ein Zeichen. Nochmal Schritte.
Wenn du hier bist, zeig dich einmal. Will nicht. Donald Wilson, kannst du dich einmal zeigen? Der schmeißt wenn er nur mit Gabel und Tellern hier. Okay, ich würde sagen, wir gehen raus. Ja, genau. Du willst dich eh nicht zeigen, macht auch nichts. Oh ja, ab nach Hause. Alles klar. Etwas ruhigere Jagd wieder nach der letzten Jagd. Wir müssen immer ein bisschen Wechsel haben, ne? Eine Jagd, wo wir ordentlich gejagt werden und eine, wo wir immer ein bisschen den Geist jagen. So, alles klar. Sanity ist auch noch in Ordnung. Das passt alles. Eigentlich haben wir alles. Ein paar Fotos haben wir gemacht. Klappe zu. Ab nach Hause. Sehr schön. Etwas ruhigere Geisterjagd zum Wochenstart. Geisterjagd zum Wochenstart. So, 220 Dollar. Sehr schön, da sieht man, es lohnt sich immer alles noch zu fotografieren, doch. Und 200 Erfahrungspunkte. Und wir waren 7 Minuten im Licht, 7 Minuten dunkel, natürlich wieder die Waage gehalten. 1 Minute im Geisterraum, 10 Minuten im Inneren, eine Viertelstunde auf der Jagd. Okay, war heute noch ein sehr kurzer Geisterjagd. Dafür war es aber auch sehr erfolgreich. Null Geisterereignisse, null Geisterjagden, sehr schön, aber 38 Geisterinteraktionen. Okay, ja, ihr Lieben, da war die Folge natürlich jetzt etwas kürzer, hätte ich auch nicht gedacht. Aber okay, kommt auch mal vor. Wie immer sage ich vielen, vielen Dank fürs dabei gewesen sein, fürs Mitjagen. Wenn sie auch etwas kürzer war, Geisterjagd gefallen, dann würde ich mich natürlich riesig über einen Kommentar, einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr Zukunft gerne mehr, let's be super, Geisterjagd, sie wollt, lasst ein Abo, da würde ich mich nämlich auch am allermeisten freuen. Ansonsten kann ich nur sagen, wie man bleibt gesund und tschüss und bis zur nächsten Geisterjagd.